Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Alles klar bei euch? Es ist 10 Uhr morgens an der Früh. Ich bin seit 8.30 Uhr schwach. Ich habe mich mal so ein bisschen mit TikTok versucht und versucht so ein bisschen Reichweite auch über TikTok zu generieren. Warum nicht? Man versucht ja alles mitzunehmen im Leben. Wir waren gestern was essen mit meiner Frau. Ich sage euch ehrlich, dann bin ich abends angekommen, habe mich auf die Couch gechillt, habe die neueste Folge One Piece und Demon Slayer geguckt. Ich leine mal kurz den Hund ab, weil ich bin mit dem Hund draußen. Wir gehen spazieren. Hab die aktuellste Folge Demon Slayer und One Piece geguckt und ich bin einfach eingenickt. So gegen 10 Uhr war ich weg vom Fenster. Dementsprechend war ich heute morgens schon um 4 Uhr wach. Aber ganz ehrlich, ich habe einfach weitergeschlafen, weil mein Körper ist wirklich am Limit momentan. Ich habe überall Muskelkater. Meine Unterarme tun weh, mein Rücken tut weh. Mir tut eigentlich alles weh. Aber gut, das ist jetzt kein Grund, irgendwie nicht weiter durchzuziehen oder so. Mir ist auch aufgefallen, dass ich jetzt hier im Finger, der ist hier an der Stelle dick geworden. Da kommt so durchsichtige Flüssigkeit raus. Da ist wohl irgendwas drin. Ist auch ein bisschen unangenehm. Mein Mittelfinger halt irgendwie auch nicht. Aber was heißt, der halt irgendwie auch nicht. Daran bin ich selbst dran schuld, weil ich halt durchgehend mit diesem Finger weiter trainiere so. Ja, gestern war ja ein mega geiler Tag. Da konnte man sich nach so einem geilen Tag und nach so einem geilen Joggingwalk auch mal so ein Essen draußen gönnen. Wieso nicht? Wie starten wir heute unseren Tag? Wir haben unser TikTok-Video fertig gemacht. Ich werde das nächste YouTube-Video fertig machen und werde es morgen posten, dass ihr Tag 2 auch morgen schon euch anschauen könnt. Morgen ist dann der Dienstag. Am Dienstag wird dann das nächste YouTube-Video folgen auf jeden Fall. Was steht noch an? Jetzt steht an, erstmal spazieren zu gehen. Dem Feini hier. Was ich aber auch machen sollte, was ich vergessen habe, den Spaziergang auf meinem Handy zu tracken bzw. auf meiner Uhr. Dass wir auch sehen, wie viele Kalorien wir jetzt auf diesem entspannten Spaziergang verbrannt haben. Ja, wir gehen ein bisschen frische Luft sammeln. Ich gucke, dass ich bei so einem Spaziergang, wenn ich ganz normal gehe, mindestens 300 bis 400 Kalorien verbrannt habe. Dann ist es für mich auch ein erfolgreicher Spaziergang gewesen so und das ist absolut in Ordnung. So, macht, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, wenn ihr keinen Bock habt zu joggen, wenn ihr auch noch nicht von der körperlichen Verfassung her joggen könnt. Das kann ja genauso gut sein, dass einige von euch sehr stark übergewichtig sind und das geht ja voll auf die Knie und was weiß ich was, dann guckt, dass ihr spazieren geht, guckt, dass ihr schwimmen geht. Schwimmen ist eins der gesundesten Sportarten, die ihr überhaupt machen könnt. So, sehr, sehr gelenkschonend. Und versucht einfach Bewegung reinzubekommen und so halt einfach dann zu gucken, dein Gewicht runterzubekommen. Einfach Fett verbrennen, egal wie. Hauptsache ihr kriegt Bewegung rein. Ob die Bewegung jetzt schnell oder langsam ist, das ist nicht wichtig, aber bewegt euch. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Legt einen Haufen, mein Bruder. Auf jeden Fall, bewegt euch. Macht etwas, tut etwas, seid nicht faul, seid jeden Tag wieder und wieder aufs Neue stolz auf euch selbst. Also die letzten Tage, seitdem ich angefangen habe mit diesem Projekt, ich bin jeden Tag bis jetzt stolz auf mich gewesen. Und ich habe mich bis jetzt noch keinen einzigen Tag enttäuscht. Bei mir ist das Zocken auch sehr, sehr zeitrangig geworden momentan, weil ich einfach andere Prioritäten in meinem Leben sehe, die viel, viel wichtiger sind, wie vor der PlayStation zu sitzen und seine Zeit zu verschwenden. Ist so einfach. Fake. Ja. Heute spazieren, was Gutes essen, Training heute Abend. Ich denke BJJ. Scheiße mit dem Finger, ich weiß, aber ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich guck da stehen Tape oder so, irgendwas muss ich da machen. Und dann legen wir einfach los, weil Rest Day gibt's bei uns nicht. Achso, das ist auch das Ding, warum ich am Sonntag nicht ins Gym fahre. Ihr werdet sonst merken, dass ich jeden Tag trainiere, ob ich nun ringen gehe in Steinbach in Michelstadt oder ob ich in Stockstadt ins Gym fahre und dort trainieren gehe. Von Montag bis Samstag habe ich Trainingsmöglichkeiten. Sonntags ist nur morgens dann Open Mat. Das heißt, du kannst hingehen, du kannst rollen auf dem Boden, du kannst dich schlagen, du kannst machen, was du willst. Aber ich fahre am Sonntag dann nirgendwo hin und gucke einfach, so wie gestern, das haben wir auch mal so besprochen, mal gucken, ob das klappt, dass wir uns ab jetzt jeden Sonntag treffen, diese abgefuckte Route joggen gehen, ein Eisbad nehmen, ein paar Liegestütze da hinten dran ballern und einfach Spaß gemeinsam haben. Wir sehen uns, bis später. Wiederschauen und reingehauen. Freunde, ich habe keinen Akku mehr. Wir sind seit 43 Minuten am Laufen. Ich mache jetzt eine Pause, weil ich grounde jetzt. Zieh mir die Socken aus. Ich chill mich jetzt hier 10 Minuten hin. Nimm mir schön die Energie von der Erde wieder auf mich auf. Und dann laufen wir nach Hause. Ich denke, wir werden noch 20 Minuten laufen. Dann sind wir daheim. Und dann melde ich mich, wenn ich wieder zurück bin. Weil 1%. Mein Handy geht aus. Wie war diese Transition? Gut. Freunde, das ist eigentlich wirklich ein echt geiles Ding so. Wenn ihr laufen gehen könnt und so wie ich jetzt im Odenwald lebt oder irgendwo an der Natur, dann sucht euch auch einen Platz aus, wo ihr nah am Wasser seid. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier sind ganz, ganz viele Vögel. Die trinken natürlich auch aus diesem Wasser und so, ne? Da könnt ihr auch so ein bisschen einfach so ein paar Tiere hören und so. Und das beruhigt ja einen auch immer so ein bisschen. Was aber für mich eigentlich ein Problem geworden ist, muss ich sagen. Ich bin seit 27 Minuten am entspannten Laufen. Also gehen, ne? Und ich habe gerade mal 128 Kalorien verbrannt in 28 Minuten.
Das ist ein Witz. Man merkt aber auch, dass es inzwischen keinen großen Einfluss mehr auf mich hat, wenn ich mich so bewege. Weil ich anscheinend die ganze Zeit so am Ballern bin, was meinen Sport betrifft. Habe ich halt einfach einen Puls beim Spazierengehen von knapp 90 unter 90. Das ist ja schon fast ein Ruhepuls. Ja, was willst du machen? Egal. Wir laufen jetzt entspannt weiter. Ich gucke mal, dass ich dann so eine Stunde voll gemacht habe. Und wenn ich eine Stunde voll gemacht habe, hoffe ich, dass ich so an meine 300 Kalorien gekommen bin. Und das ist ja absolut in Ordnung für so einen kleinen Spaziergang. Der ist ja auch wirklich nicht anstrengend. Das ist ja eher ein Urlaub. Frische Luft einatmen, den Kopf freikriegen. Und mehr geht's hier gar nicht. Wir haben den Walk beendet mit ca. 270 Kalorien. Dann haben wir das Video fertig geschnitten, waren einkaufen mit der Frau, haben so ein bisschen was zu Hause gemacht und jetzt gibt's ein Frühstück für mich. Das sieht wie folgt aus. Gibt Haferflocken, dreh mal die Kamera um, mit Himbeeren, Erdbeeren, Banane und Skier und Honig. Sonst noch was, Aschke? Nektarinen sind auch noch drin. Ich werde nicht alles verputzen, aber ich werde schon ordentlich reinhauen und dann mache ich mich fertig. Denn in 45 Minuten geht's los ins BJJ-Training beim Chris. Us. Ich sag zwar immer wieder, ich esse nicht viel. Ich werde zurückhalten, sag euch ehrlich. Aber ich glaube, meine Frau schummelt ein bisschen, weil ich sehe hier, hier sind so kleine Schokodrops drin. Und deswegen schmeckt es auch so überkrass. Aber egal, rein mit. Servus auf jeden Fall, kommt zurück. Ali ist am Start, Enes ist am Start, Ogi ist am Start. Und es klappt jedenfalls auf Abruf, ja? Weil das ist wie so ein Reflex geworden. Wenn man ständig das Gleiche macht, wird das irgendwann, wenn man das hört, wie ein Kommando. Ja? Und dann denkt man nicht mehr, sondern man hört das und dann funktioniert das. Und es sieht aus wie folgt. Dieser Setup für den Double Leg Takedown, der besteht aus genau drei Sachen. Ich fange mal mit den Details an, bevor ich in diese Geschichte reingehe. Also wir arbeiten immer mit einem C-Grip, ja? C, C. Wir stehen vor dem Gegner und dieser Setup, wie gesagt, besteht aus drei einzelnen Bestandteilen, nämlich Push, Club, Shoot. Push, Schieben, Club heißt Necktie, ja, und Shoot ist dann der Takedown. Also, wir stehen vorm Gegner und wenn man dieses Kommando hört, muss man, wie aus dem FF, Push, die Hand, Club, direkt mit runtergehen. Okay, wenn ich pushe, ist es nur, um ihn aus dem Konzept zu bringen. Ich will ihn nicht jabben oder ausnocken. Es geht nur so, leichter Push, dann der Club. Bei dem ziehe ich nicht aus dem Bizeps, sondern ich gehe mit meinem Körper nach unten, weil ich sowieso für den Takedown in den Level Change muss. Push, Club, von hier lasse ich den Gegner los, denn in der Regel geht er sofort nach oben. Ja? Wenn ich einen Menschen nach unten ziehe, will er nach oben. Wenn ich ihn nach oben bringe, will er nach unten. Wenn ich schiebe, kommt er. Wenn ich ziehe, geht er. Das ist ganz logisch. Okay? Push, Club, ich lasse los, Level Change und habe direkt meinen Stand für den Drive. Ja? Stehe mit dem Bein vorne. Geh hier zum Gegner, zum Double Leg und finish den Takedown, okay? Im Kampf sieht das aus wie folgt. Wir arbeiten ein bisschen Handfighting und dann kommt's. Push, Club. Schon bin ich drin. Zwei Beine aufstellen. Mit nach Hause nehmen, okay? Nochmal langsam. Wir sind am Arbeiten beim Gegner. Dann kommt Push, Club, Level Change. Und ich finish meinen Takedown, okay? Zum Aufwärmen, zum Partner. Ich mache eine Uhr an,
4 Minuten. Immer abwechselnd. Push, Clap, Shoot. Push, Clap, Shoot. Okay? Wir versuchen jetzt genau das, was uns Sami erklärt hat. Keine Ahnung, auf gut klingen würde ich sagen. So, ja, rein. Genau. Und so muss so. Genau. Ja, okay. So, jetzt so. Siehst du mich? Im Halbkreis? Ja, siehst du mein Bein schon da? Ja. Genau. Genau. Normal perfekt bei so einem Coach, Alter. Ich bin so halbmäßig so drin, ja? Und dein Knie ist ja das, was mich abfuckt. Ist mein Bein hier oder ist mein Bein außen, Digga? Dein Bein ist drinnen. Dein Bein ist drinnen, ja. So, ich bin jetzt hier. Du bist jetzt hier. Mein Ziel ist es, dass ich... Du musst hier erstmal drücken. Warte, ich bin hier erstmal komplett drin. Genau. So. Du musst hier drücken. Und das hier musst du aufstellen. Genau. Das hier stelle ich auf und hier drücke ich. Und du fuck mich mal so ein bisschen ab hier mit. Jawohl, genau. Also, wir packen mit einem C-Grip die Hüfte. Genau. Sind mit diesem Bein hier gut aufgestellt. Und bringen jetzt diese Hand hier rein. Doch, doch, oder? Diese Hand hier rein. Und die Hüfte rüber, bleibt drinnen. Hier runterdrücken. Zu dir. Mit einem C-Grip. Und jetzt gehen wir. Genau. Also, wie hat er das gemacht? Genau so. Das ist der rechte Arm unter die Achse nehmen. Ja. Der linke Arm unter den Kopf. Und dann sind wir erstmal in die Position. Genau. Und fest hier die Beine richtig rein. Genau, fest. Ja. Einfach fest. Also, Freunde, jetzt machen wir es nochmal ein bisschen flüssig. Nach 3-4 Versuchen. Haben wir das auch hingekriegt? Drück dein Knie gegen mich. Hüfte fokussieren. So, Bein runter. Bein aufstellen. Jawohl. Drück jetzt. So. Allah. So, jetzt bist du da. Warte, mein Bruder. Arbeit, so. Arbeit. Hier machst du Ding, weil du bist ja so kurz jetzt, genau. Hier. So. So, hier rein. Runterdrücken, sehr gut. Zack. Aus. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben uns wie Profis gefühlt, aber wir waren wie Anfänger, Herr Selami. So, mein Bruder. So. Guck mal, du drückst dein Knie rein. Ich bin so. Jetzt stelle ich mein Bein auf. Jetzt mache ich den hier. Bevor ich den hier mache, stelle ich das Bein auf. Gehe so. Drück runter. Geh vorbei. Geh rein. Und mach Druck. Jetzt lass noch mal flüssig machen. Unten. Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt machen wir. Ja. Oh, schon. Oh. So. Jetzt machst du auch mal schön flüssig. Einfach machen am. Jawohl, jawohl. Jawohl. Sehr gut. Zu seiner Verteidigung, er war heute noch 2 Stunden schwimmen. Maschine, Alter. Ja. Awesome. Training ist fertig, wir sind alle fresh. Ali ist auch fresh. Lange Geschichte. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt, glaube ich, einen Döner fetzen und dann gehe ich zu Hause nochmal was fetzen, weil meine Frau hat auch gekocht. Und das war's dann für heute eigentlich auch. Ne? Essen auf Ali seinen Nacken schmeckt am besten an. Jump is on, Leute. Wir sind auf Diät, ne? Guck mal so. Friends, ich bin zu Hause. Ich gehe mit dem Hund eine kleine Runde spazieren. Meine Frau hat lecker gekocht für mich. Es gibt Vollkornnudeln mit Schafskäse und Cherrytomaten. Werde ich jetzt aber heute nicht mehr anfassen, weil wir waren ein Döner essen. Dazu haben wir ein paar Pommes gefetzt. Dann hatte ich ja mein Haferflockenfrühstück. Dann habe ich so zwischenzeitlich so 2-3 kleine Sachen gegessen. Also ich denke schon, dass ich heute so bei meinen 1,8 an Kalorien bin. Und ich versuche ja ein starkes Defizit zu fahren. Wir wollen ja so schnell wie möglich die 20 Kilo knacken. Deswegen wird es für mich jetzt
eine große Mahlzeit heute nicht mehr geben. Es wird vielleicht noch ein, zwei Kaktuseis geben oder sowas, auf entspannt. Aber das war's dann auch. Der Tag wird sich auch dem Ende zuneigen. Ich habe morgen früh um 8 Uhr einen Termin. Deswegen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Freunde, das war's mit dem Video Tag 5. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wieder bis zum Ende zugeschaut habt, will ich euch natürlich von Herzen danken. Ihr seid die Allerbesten. Ich küsse eure Herzen für diesen Support, den ihr in der letzten Zeit da lasst. Ihr motiviert mich und gebt mir so viel Liebe, dass ich nur noch am weiteren Durchziehen bin und am Hustlen bin. Ich werde immer stark dranbleiben. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde dieses Ziel diesmal auf jeden Fall erreichen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen... Lasst da einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar und teilt das Video, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht. Ich küsse euer Herz drauf geschissen, wenn ihr bis zum Ende drauf zugeguckt habt, ist das mehr als genug. Ein Abo ist natürlich kostenlos, wenigstens das könnt ihr tun, weil wir haben bald die 500 Abonnenten geknackt. Wenn die 500 Abonnenten geknackt sind, da habe ich mir was ganz, ganz Besonderes überlegt für die ganzen Autofreaks unter euch. Ich werde euch noch nicht sagen, worum es geht, aber ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir was gekauft. Und das werde ich versuchen, dann an dem Tag komplett aufzunehmen und damit ein geiles 500 Abonnenten Special zu machen. Wir sehen uns, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.